Wäre es nicht schön, wenn wir alle etwas weniger arbeiten müssten? Wenn wir mehr Zeit hätten für Familie, Freundeskreis oder gesellschaftliches Engagement? Aber dann hätten wir automatisch auch weniger Geld, oder? Und das kann sich kaum jemand leisten. Wer heute in Teilzeit arbeitet, ist von Armut bedroht. Wir bräuchten also eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Weniger arbeiten bei gleichem Gehalt. Und das geht. Technischer Fortschritt wie die Digitalisierung hat viele Arbeitsabläufe beschleunigt. Wir können viel mehr in derselben Zeit erledigen. Aber was kann diese Steigerung der Produktivität bewirken? Sie vermehrt ausschließlich den Unternehmensgewinn. Sie kommt auch Beschäftigten zugute, indem Löhne erhöht werden. Oder sie führt zu kürzerer Arbeitszeit. Diese Option wünschen sich viele. Aber bedeutet Arbeitszeitverkürzung nicht, dass sich die Leistung verdichtet und dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit bewältigt werden muss? Nicht, wenn Arbeitszeitverkürzung mit Personalausgleich einhergeht. Dann bleibt die Arbeitsleistung pro Stunde gleich. Und zudem entstehen neue Arbeitsplätze. Großartige Aussichten, mehr freie Zeit und weniger Arbeitslosigkeit. Demgegenüber steht das Interesse der Unternehmen, die Produktivität maximal zu steigern und den Gewinn selbst einzustecken, während die Beschäftigten leer ausgehen. Unternehmen wollen Profitmaximierung, hohe Arbeitsleistung bei geringem Stundenlohn. Deswegen wird an Konstrukten wie der 40-Stunden-Woche festgehalten. Zum Glück ist die Wochenarbeitszeit aber kein Naturgesetz. Um 1900 herrschte die 6-Tage-Woche mit 60 Arbeitsstunden. Durch Arbeitskämpfe und Streiks wurde die Arbeitszeit allmählich verkürzt. Lag nach dem Zweiten Weltkrieg aber noch bei 48 Stunden pro Woche. Jahrzehnte später wurde in der Bundesrepublik trotz des Widerstands von Regierung und Wirtschaft die 40-Stunden-Woche eingeführt. Widerstand gegen Arbeitszeitverkürzung hat Geschichte. Dennoch ist es immer wieder gelungen, Arbeitszeitverkürzungen durchzusetzen, ohne dass die deutsche Wirtschaft konkurrenzunfähig geworden oder gar zusammengebrochen wäre. Das zeigt, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich könnte dafür sorgen, dass Menschen mehr freie Zeit und Lebensqualität haben und dass durch Personalausgleich neue Arbeitsplätze entstehen. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist keine Utopie, sondern eine sehr reale Option und Verhandlungssache zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Das Verhandlungsergebnis ist allerdings abhängig davon, dass Forderungen von einer starken Gemeinschaft getragen werden. Allein kann man nicht viel bewegen. Gemeinsam, ob in einer Gewerkschaft oder einer anderen Initiative, kann man Berge versetzen. Weder Löhne noch Wochenarbeitszeit sind in Stein gemeißelt. Die Zeit ist heute wieder reif. 40 Stunden sind zu viel.